siehst unsere Kakadele, siehst Mezzosopranistin, sie ist fest in unserem Ensemble seit ein paar Jahren. Knapp zehn. Sie ist unglaublich fleißig, sie ist unglaublich musikalisch, hoch talentiert. Großartig. Ich bin stolz auf dich. Also das hier ist der Máté Sajmont. Habe ich das gut ausgesprochen? Ja, komplizierter ungarischer Name. Der heißt Großer Falke oder sowas. Ja. Der ist hier am Theater Bariton, also Sänger, in einer tieferen Stimmlage und ein ganz toller, fantastischer, lieber Kollege von mir. Ich spiele immer Mörder. Der Bariton spielt immer den Mörder. Da darfst du halt mal was machen, was du sonst nicht machst. Ja. Also wann bringst du schon deinen Mann oder deine Frau um? Also eine von unseren Lehrern hat immer gesagt, Metzi sind immer Bitches, Witches and Boys. Also wir müssen tatsächlich mal Sachen spielen, die wir nicht sind, wo es nicht drin ist oder vielleicht nur so wenig Boshaftigkeit oder Wut oder was auch immer. Und das muss man auf der Bühne größer machen. Und so ist dieser Kaktus. Das ist kein Kaktus, den kann man so anfassen. Aber aus 10 Meter Entfernung sieht es aus wie ein Kaktus. Und dann muss Stefano spielen, das ist sticht und dann macht er Au! Ah. Also das war so schlecht gespielt, da sieht man, dass er eigentlich Musiker ist, ein Pianist und Dirigent. Ja, zu spät. Das ist Maestro Stefano Casciuli, unser Freund aus Italien. Er ist hier Kapellmeister und Pianist und hilft uns sehr bei der Einstudierung der Rollen und dirigiert auch unsere Vorstellungen manchmal. Und ein ganz lieber Kollege hier. Wir sind alles Solisten, Einzelkämpfer und jeder will sich am besten positionieren, am lautesten, am schnellsten, am was weiß ich, am höchsten singen. Und dafür braucht man tatsächlich einen musikalischen Leiter, der dann sagt, das ist gut, von dir nehmen wir das, von dir nehmen wir das und wir bringen das zusammen. Er muss natürlich auch 60, 65 Mann im Orchestergraben zusammenhalten, die unter ihm sitzen, dann ist die Bühne oben, also er muss die ganze Zeit, kriegt auch einen steifen Nacken, weil den ganzen Abend rauf und runter gucken muss. Das Ziel ist eine gute Verbindung zwischen Bühne und Graben zu haben. Ja. Und der Dirigent ist die Schnittstelle. Ja. Vormittags haben wir Proben. Normalerweise zwischen 10 und 14 Uhr. Und dann, dafür werden wir oft beneidet von Nicht-Theatermenschen. Wir haben meistens nachmittags frei, nicht immer, aber meistens. Und dann abends wieder ab 18 Uhr wieder Probe oder Vorstellung. Ja. Also wenn ich diese 4 Stunden nachmittags habe, zwischen 14 und 18 Uhr, ich höre tatsächlich nicht mal Musik, außer ich muss üben. Ich genieße einfach die Stille. Ich schmeiße auch oft Szenen irgendwie durcheinander, von verschiedenen Stücken manchmal. Also wenn es noch nicht gefestigt ist. Also mir passiert sowas nicht. Ich bin immer fehlerfrei. Natürlich. Er ist ja auch Kammersänger. Dazu kann man sich nichts kaufen, aber es steht auf der Garderobe. KS. Das heißt keine Stimme.